Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Video von mir von Pokémon Go. Wir spielen wieder PvP und wieder PvP wie in der Kampfliga, wieder mit meinem alten Team vom letzten Mal. Natürlich wieder in der Superliga. Und ja, schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Na, was ist erst unser Gegner? Yavi Kaliber 50. Der tut wohl scharf schießen, du, ne? Und wen hat er gekriegt? Bisaflor! Was ist gut gegen Pflanze? Gerade Pflanze gut gegen Pflanze. Eishieb perfekt, Alter. Oh, Scheiße. Der macht mich platt, Alter. Schnell Eishieb. Nicht scharf. Vielleicht tut er auch Schilden. Ich weiß es nicht. Ach, er schildert nicht. Perfekt, Alter. Herrlich. Schon mal die Hälfte weg. Aber er macht mich leider platt. Ach, das war wohl, wie, glaube ich, kein guter Start. Ah, nehmen wir mal hier. Toxiquark. Der muss jetzt leider schilden. Und was kommt? Flora-Statue? Tatsächlich. Natürlich die tolle Event-Attacke. Er hat gewechselt zu Knogger. Schlammbombe. Schlammbombe. Wie sieht's aus? Ah, sehr effektiv. Tatsächlich krass. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Schlammbombe so effektiv ist. Ach stimmt, der Knogger ist ja von Typ Feuer, deswegen. Muss ich auch wieder schilden. Ja, wieder eine Runde, wo ich mir denke, ah, ich glaube, die Runde habe ich schon wieder verloren. Ich habe zu oft geschildert und der Kollege hier hat gar nicht, überhaupt nicht geschildert. Der hat noch zwei Schilde übrig. Meine Pokémon sind eh schon fast alle down. Ja, der müsste jetzt eigentlich schilden. Ja, macht er auch tatsächlich. Ah, die Runde habe ich schon wieder verloren. Habe ich wieder verloren, ey. Mann, das ist ärgerlich. Immer wenn ich eine Aufnahme mache, dann verliere ich, ey. Das gibt's da nicht. Naja, wie gesagt, wir sind doch erstmal gerade am Anfang. Schauen wir mal. So, hallo, es leckt. Die Server lecken wieder. Oh, seht ihr das? Oder doch nicht? Hey, hey, hey. Ah, was? Was war das denn, ey? Da hat er mich mit einem Schlag fertig gemacht. Ach Gott. Okay, das war mir nichts. Zeit für Runde 2. Ja, das Spiel sucht. Jetzt spielen wir gegen Brenoz. Okay. Da bin ich mal gespannt. Kapilz, ein Pflanzen. Ach, oh, schon wieder. Warum kommt denn jetzt plötzlich jeder mit Pflanzen-Pokémon an? Was ist denn hier los, ey? Warum kommt hier jeder mit Pflanzen, ey? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hat er dich gewechselt, natürlich. Da, oh, Dragoran, Alter. Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Da bräuchte ich jetzt mein Quappo. Das gibt's doch nicht. Jetzt natürlich schildert der Bursche. Ja, die Schlammbombe. Schauen wir mal, ob er wieder schilden tut. Er tut schon wieder schilden. Nee, das gibt's noch nicht. Hey, ja, warum treffe ich ständig auf Gegner, die die passenden Konter gegen mich haben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das jetzt zweimal Drachenklaue hintereinander, oder? Ich muss so oder so jetzt schilden. Nee, Wutanfall. Krass, nicht schlecht. Eishieb, zu spät, Kollege, jetzt bin ich mal dran. Eishieb. Mit meinem Eishieb sollte ich dich runterkriegen. Ja, perfekt. Wieder Pflanze. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hallo, ich drück drauf. Oh, die Server auf, ne, von Niantic. Ich glaube, die lecken mal wieder, wie noch was. Bam. Oh, Elektrik. Steigungshieb, bevor ich sterben tue. Ja, danke. Soll ich das schilden? Ist das dein letztes Pokémon? Ja, komm, scheiß drauf, ich schilde das. Donnerschlag, Elektro, Steigungshieb, endlich. Eigentlich mache ich gerade mit meinem Lebensschuss. Eigentlich soll der Lebensschuss ziemlich effektiv gegen Elektro sein, aber da Lebensschuss ja nicht sehr viel Schaden macht. Sieht sie auch nicht ab, obwohl es eine Bodenattacke ist. Naja, egal.
Zweimal Steigungshieb hintereinander, ich brutzel den runter. Natürlich tut der Farm wie noch was. Aber ich habe keine Schilde mehr, das ist das Problem. Was war nochmal seine Spezialattacke? Donnerschlag? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Im Prinzip muss ich jetzt nur eine Ladeattacke von ihm überleben. Da habe ich vielleicht eine Chance. Donnerschlag, ja, tatsächlich. Unheilbürden. Oh, jetzt kommt die zweite hinterher. Okay. Eine muss ich noch überleben. Eine. Dann habe ich vielleicht eine Chance. Eine, komm bitte. Eine überlebst. Oh, das war. Jetzt Unheilbürden. Perfekt. Perfekt und ciao. Ja, ich glaube, dem sein Fehler war es, vorhin in der Mitte Dragoran zweimal zu schilden. Der hätte vielleicht nur einmal schilden sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Lehmschuss vom Boden, Typ Boden, macht doch eigentlich gar nicht so viel Schaden gegen Drachen und Flug. Das war ja der Eishieb, nicht der Lehmschuss bei Toxicroak. Ja, richtig. Naja, egal. Nächste Runde. Wilma Hamlin. Okay. Mann. Lucario. Oh, perfekt. Ah, ich liebe es, gegen Lucario zu kämpfen. Mit meinem Quappo gegen Lucario, das ist das Beste überhaupt. Und da weiß ich zu 100%, dass ich gewinnen werde, dass ich das Match gewinne. Ah, nicht das komplette Match, sondern sozusagen der Kampf Quappo gegen Lucario. Das gewinnt auf jeden Fall Quappo. Und da tut auch gar nicht, und da tut auch ganz. Vermutlich tut jetzt auch all seine zwei Schilde verballern. Also wenn ich du wäre, hätte ich eher gewechselt. Zack. Zack. Nein! Ich weiß nicht, nee, ich schilde lieber sicherheitshalber. Dann fahren wir noch ein bisschen, wenn es klappt. Auraspere. Okay. Nein, oh nein, ich Idiot. Ah! Voll umsonst. Eigentlich wollte ich mir die Ladetage aufbewahren für sein zweites Pokémon, aber naja, egal. Schauen wir mal, was als nächstes reinhaut. Was bringt er als nächstes rein? Oh Mann, Alter. Ah, Unlicht, was ist das? Ich weiß nicht. Oh, Barrikadax. Oh, der ist einer, der mir gerne den Rücken bricht. Ja, das ist ein Pokémon, sozusagen nicht den Rücken, sondern der mir gerne das Genick bricht, ey. Bäm. Sehr effektiv. Hey, der wehrt sich gar nicht, mein Gegner. Guck mal, seht ihr das? Er wehrt sich überhaupt nicht. Also entweder weiß er, dass er schon verloren hat und macht nichts, oder ihm leckt es sozusagen. Aber jetzt, ja doch, nee, das leckt nicht. Er schildert. Hat geschildert. Nochmal Steigungshieb, wenn es klappt. Ja. Oh, genau, Barrikadax ist das Pokémon, was ich eigentlich auch gern haben möchte. Aber leider fehlen mir die passenden Bonbons dazu. Oh, was haben wir hier? Stahl, Boden, Landschieb, Eishieb. Eishieb. Oh, er hat aufgegeben. Ach, das war jetzt kein guter Kampf, ey. Der hat ja, unser mein, das geht, der, mein Gegenüber hat ja gar kaum gekämpft, ey. Okay, nächster Kampf. Vielleicht kriegen wir jetzt mal einen normalen, gescheiten Gegner. David 777-1569. Und was bringst du aufs Feld? Was ist das? Ein Lapras. Lapras. Alles klar. Da brauche ich auf jeden Fall meinen Eishieb. Seine Lad. Oh, er wechselt zu. Oh, perfekt. Panzerion ist auch nicht schlecht. Ja. Panzerion. Er chillt, okay. Oh, ist das so, ist das ein Shiny? Ja, das ist so ein dunkles Panzerion, habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das ist ein Shiny von ihm, oder? Oder gibt es auch so eine Mischung aus männlich und weiblich und so Zeugs? Ja, muss ich schilden, oder? Da muss ich leider schilden, weil Quappo hat ja auch eine leichte Schwäche gegen Flug. Richtig, genau. Das dachte ich mir schon. Himmels, irgendein. Das dachte ich mir schon, dass er irgendeine Ladeattacke vom Typ Flug hier einsetzt. Und das Problem ist, Quappo ist mein einziger. Das ist das einzige Pokémon, was einigermaßen gegen Flugeinheiten hier gut kontern kann. Obwohl er die Schwäche hat.
Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Icy wieder. Bam. Nochmal Icy, wenn es klappt. Sicher, sicherheitshalber. Sonst muss ich. Nein, jetzt hat er mein Schild. Ne, diesmal schilde ich nicht, Alter. Diesmal schilde ich nicht. Nee, sorry. Obwohl, oh, vielleicht hätte ich doch schilden sollen. Genug Lebenspunkte hat er noch. Egal, nee, das bisschen, das sollte ich jetzt auch mit meinem Toxic halt wegkriegen. Ja, hat funktioniert. Ach, und ein Schild hat er ja auch noch. Okay, das darf ich auf keinen Fall vergessen, dass er noch ein Schild hat. Was kommt jetzt ins Feld? Panzerion? Ich sag mal, das Server laggt, ihr seht ihr das? Hier oben links, es laggt ja. Oh, ab. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da brauche ich den Wuchtschlag. Aber sowas. Mann, die Server lecken gerade von Niantic, kann das sein? Okay, Alter, es laggt wieder, es laggt. Hei, hei, hei. Seht ihr das? Oh, Mann, 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 der Pokéballkreis oben links, der dreht sich und dreht sich. Uff. Er hat nicht geschildert, okay. Oh, so Leute, so macht das doch gar keinen Spaß, das Kämpfen, Alter, wenn es lecken tut, wirklich. So macht das Kämpfen, also mir macht das irgendwie sowas überhaupt keinen Spaß. Feuerkampf. Schlammbombe. Auf, auf. Sag mal, wehren sich eigentlich meine Gegner? Ich habe den Eindruck, meine Gegner wehren sich gar nicht. Liegt es daran, dass es hier die ganze Zeit lecken tut? Ich glaube schon, ne? Hey, hey, hey. Nicht einmal geschildert. Dass ich meine Gegner nicht. Ach, Mann, was ist denn das? Ach, das macht doch keinen Spaß, sowas. Die sollen sich schon wehren. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Wo ist denn da die Herausforderung, wenn der Gegner sich nicht wehren tut? Ich meine, geschenkte Siege. Ich freue mich ja, dass ich einen geschenkten Sieg kriege, aber so lerne ich ja sozusagen auch nicht wirklich was dazu. Dort Calm, vielleicht läuft es mit dir besser. Alter, wie das geleckt hat. Oh, herrlich, wie Lucario. Mann, Mann, Mann. Oh, ich liebe es. Das ist das Beste überhaupt. Schauen wir mal. Was glaubt ihr, Leute? Glaubt ihr, er tut wieder Schilden? Ganz am Anfang? Ich glaube schon, ne? Hoffentlich. Tut mir einen schönen Ködern, sozusagen, wie das schön heißt. Eine Runde Ködern. Bringt auch nichts, weil ich bringe jetzt die ganze Zeit in Steigungssieben. Ach, ich wusste es, dass er Schilden tut. Oh, was ist das? Aurora-Sphäre? Egal, ich schilde mal, um zu sehen, was das ist. Vermutlich ködert er mich. Steigungsheben. Ja, okay. Er hat gewechselt zu Fee. Ah, dann wechsle ich sofort zu Toxic Quark. Oh Mann, das war zu spät, Alter. Das war viel zu spät. Schlammbombe, Einsatz. Bumm. Er schildert wieder, okay. Schauen wir mal. Kann ich noch einmal Schlammbombe einsetzen? Nein, schaffe ich nicht mehr. Wen nehmen wir denn? Ach, Scheiße, wen nehme ich denn, Alter? Nee, Zwirrfürst macht keinen Schaden. Na, die machen keinen Schaden gegen Fee, Alter. Muss ich Steigung. Ach, Junge, ich muss schilden, Alter. Scheiße, sorry. Ich muss leider schilden. Pixie, was war's? Pixie nochmal. Sternenhieb. Steigungshieb. Sofort, nun musste ich sofort meine Ladeattacke einsetzen, weil. Hoffen wir mal, dass er nicht schilden tut. Nein, macht er nicht. Schnell nochmal Steigungshieb hinterher. Der darf auf keinen Fall jetzt seine Ladeattacke einsetzen. Das muss ich auf jeden Fall verhindern. Gehe down, komm. Oh, ich habe eh schon. Oh Mann, 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 ja. Okay, die Runde habe ich verloren. Hab noch einen Pokémon, der hat noch zwei sogar. Was ist das? Welser. Ein Welser. Heieiei. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Ja, ich bin auf Unalbön gegangen, weil er hat ja noch ein Schild. Ah ne, der hat gar kein Schild mehr. Okay, dann Psychokinese. Schnell. Okay, nee, schade. Vermutlich eine Schlammbombe. Die ist auch, wie bei meinem Toxic-Fall, auch brutal effektiv. Blizzard! Oh, der will es gleich wissen. Der will es wissen. Der will es richtig wissen. Tja. Tja, Freunde. Gut gekämpft, ne? Dreimal gewonnen von fünf. Vielen Dank. Gott, und ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.